So, ihr Lieben, der Steven konnte es mal wieder nicht lassen und hat sich noch etwas Schönes besorgt. Ich habe ja bei YouTube und Instagram eine Umfrage gemacht bezüglich des Dashboards, also Armaturenbretts auf Altdeutsch, ob ich das auch in Carbon einkleiden soll oder lieber in Holz lassen soll. Bei Instagram war es, glaube ich, knapp für Holz und bei YouTube die Umfrage war knapp für Carbon. Ich habe mich jetzt entschieden, damit das einheitlicher aussieht, ich wage es und werde diese Carbon-Teile für das Dashboard auch montieren. Habe ich wieder von der Firma Topfit zur Verfügung bekommen. Deswegen steht hier oben auch Dauerwerbesendung wieder drin, wie immer. Ja, kleiner Karton. Das werfen wir mal hinter. So, hier ist eine Wespe drin. Die lassen wir mal kurz raus. Zack, so. Und da sind dann auch schon die zwei Teile. Das wird ein ganz kurzes Video. Also wie gesagt, vielen Dank, dass die Firma Topfit mir das zur Verfügung gestellt hat zum Testen für euch. Fangen wir am besten gleich an. Dafür werde ich mal aussteigen, beziehungsweise, das ist die falsche Seite, das ist die richtige wahrscheinlich dann, genau, gut. Also ich hatte mir auch mal ein bisschen die Bewertung bei Amazon durchgelesen, hat eigentlich ziemlich gut abgeschnitten, einen Kritikpunkt hatten die Leute alle, und zwar sind das zwei Teile, die hinter dem Display aneinander stoßen und die hatten wohl bisher immer so eine relativ mehr oder weniger große Lücke. Das scheint jetzt behoben worden zu sein. Nachdem ich das schon mal drauf gehalten habe, habe ich jetzt keine Lücke gesehen. Wir montieren das jetzt und dann schauen wir mal, ob das wirklich so ist. So, sehr schön ist es, dass es genau wie dasselbe Material und dieselbe Anmutung ist wie in der Mittelkonsole. Also es ist auch matt, nicht glänzend. Glänzend hätte mir jetzt nicht so gefallen. Und von daher denke ich, dass das gut aussehen wird. So, alle drei Streifen ab. Und dann lege ich das schon mal vorsichtig drauf, sodass ich das auch noch korrigieren kann. Kann man wieder nicht viel falsch machen. Also ich passe es erst hier links an und dann lege ich das drauf. Genau. So, vorsichtig ankleben schon mal. Und dann schaue ich natürlich erstmal, wie das auf der anderen Seite passt. Und erst dann klebe ich das richtig fest. So, gehe ich mal rüber. Dann ziehen wir das hier auch ab. Na komm. So, jetzt muss ich hier mal gucken, dass es wirklich aneinander stößt. Das zeige ich euch dann noch genauer. Ja, ich würde sagen, das passt aber sowas von genau, so dass ich die Seite gleich festmache. Keine Angst, ich zeige euch das gleich noch. Ich fahre da nochmal mit der Kamera lang. Das bekommt ihr noch genau zu sehen von mir. So, ein bisschen andrücken. So, also hier ist es fest. Machen wir auch noch fest. Sehe ich hier natürlich nichts. Schön andrücken.
So, dann sind wir auch schon fertig. Und so sieht das jetzt aus, die Mittelkonsole. Und das Dashboard installiert. Das geht dann hier um die Ecke. Tür mal ein bisschen weiter auf. Ah, komme ich nicht ganz rum. So, auf jeden Fall geht es hier schön um die Ecke. Sauber eingepasst. Und geht hier hinter dem Display lang und stößt exakt an das andere dran. Ich versuche das hier mal noch ein bisschen einzufangen. Ich hoffe, man sieht das. Ich hoffe, ich bekomme es scharf. Und ja, dann setzt sich das hier schön fort. Und so sieht das dann aus. So, hinter dem Display schön durchgehen. Klar, man sieht, wo das aneinander stößt. So, noch eleganter wäre es sicherlich gewesen, wenn das an einem Stück gewesen wäre und durchgängig. So sieht das jetzt von hier hinten aus, aus der hinteren Reihe. Sieht natürlich sehr sachlich, schlicht aus. Fast, na, was heißt fast schon sehr technisch, schlicht, sachlich. Das mit dem Holz hat dann eher so nochmal eine gemütliche, warme Note, würde ich sagen. Ich mag diese schlichte Eleganz sehr im Model 3 und das wird nochmal unterstrichen durch das Carbon-Dashboard. Was meint ihr? Ich weiß durch meine Umfrage, dass das Ganze polarisiert, dass die Hälfte wahrscheinlich das nicht gut finden würde und die andere Hälfte sagt, okay, das sieht geil aus. Es gab auch eine Meinung in den Kommentaren, Alcantara, ja, wäre auch eine Idee. Also schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das gefällt und wenn ihr das auch bestellen wollt, der Link ist wie immer unten in der Beschreibung drin. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, ganz wichtig. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao, euer Steven.